Guten Tag. Reicht Ihnen Frau Schlongberg jetzt Auskunft oder brauchen Sie Hilfe? Es sei denn, Sie können mir sagen, was man hier am besten macht. Ah, wollen Sie hier zum DOJ? Nein. Ah, schade. Ich möchte gerne... Lass Sie nicht verunsichern, das ist Miss Marple vom DOJ. Miss Marple? Ja, Frau Schlongberg, Peggy Schlongberg. Wie? Marple? Miss Marple? Mann, Sie sind wieder gut über Busen und Schnauben. Übrigens hier haben Sie einen sehr, sehr schönen Zopf. Ist das echt Haar? Ich? Sicherlich ja, du nicht. Tragen Sie einen Zopf? Nee. Ja, ist natürlich echt Haar. Das ist alles meins. Sieht sehr schön aus. Oh, danke schön. Super lieb. Ah, aber gefärbt. Ja, habe eigentlich rote Haare. Rote? Mhm. Ich habe heute eine rothaarige Dame kennengelernt. Glauben Sie mir, ist nicht die einzige. Vorn, glaube ich. Ach, Frau Juna Vorn, natürlich. Okay, den Vornamen wusste ich nicht. Sehr schön. Okay, also die Dame kann mir helfen. Mhm. Eine Agrarlizenz bekomme ich hier. Nee, tatsächlich nicht ganz im DOJ. Aber die Dame sagt mir gerade, ich könnte eine Agrarlizenz hier erwerben. Oh, so wunderbar, Peggy. Ach, mittlerweile machst du das auch großartig. War mal nicht so ganz am Anfang. Ja. Ah, okay. Ja, mittlerweile macht sie das. Ich glaube, sie macht das aber nur als Vertretung, wurde mir von dem netten Herrn mit dem grünen Haaren gesagt, der im Quiz verloren hat. Ja. Ja. Mensch, Peggy, ist aufgestiegen. Großartig. Aufgestiegen, also. Ja. Okay. Und, Hey, Leonora. Hey. Sag mal, bist du schon im Bahama Mamas? Nee, ich bin tatsächlich immer noch am Arbeiten, weil hier ein ganz wichtiger Termin reinkommt. Aber ich bin schon im Pyjama. Ich stehe im Pyjama im DOJ. Okay. Ja, also ich komme sofort danach ins Bahama Mamas im Pyjama. Ja, kein Stress, ich bin gerade tatsächlich auch noch auf Arbeit. Warte, perfekt. Ach, ist da heute Pyjama-Party? Ja, Pyjama-Party ist heute. Motto Pyjama. Ein Wechseloutfit, das ich nicht dabei habe. Ne? Ja, ich musste auch nach Hause. Ich habe mich quasi von meinem Chef nach Hause fahren lassen, um mich in den Pyjama zu schmeißen und dann hier wieder hinzufahren. Großartig. Wirklich, das kannst du dir wieder nicht ausdenken, Leonora. Oh, wow, okay. Ja. So. Danke, okay. Später. Warte, 3 Sekunden. Ja, okay. Erzähl. Gerade realisiert, ich will Mikis vielleicht überraschen. Oh, ja. Glaubst du anrufen und ihm Bescheid sagen, dass ich noch ein bisschen brauche wegen Arbeit und so? Oder einfach nichts sagen, nachdem ich gesagt habe, so gegen 23 Uhr versuche ich im Bahamas zu sein? Nö, ich würde nichts sagen. Einfach kommen. Okay. Weil sonst hast du wieder schon gelogen, weißt du? Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Einfach nichts sagen, einfach hingehen. Okay, jo, danke dir. Bis später, ciao, ciao. Ciao. Enka dann reingerufen. Überlegt, ja. Jetzt will er nicht mehr. Viel und hart. Und lange. Fragen wir die Dame. Ja, ja, machen Sie das mal. Nein, lassen wir das. Ich hatte nur was von viel und hart verstanden und dachte dann, fragen Sie die Dame, kommt jetzt irgendwie... Normalerweise bei komisch. Viel und hart, wenn Sie das verstanden haben. Ja, that's what she said. Lassen wir das Thema an dieser Stelle lieber. Sonst könnte man noch was Falsches denken. Ja, ist schon zu spät dafür. Ich notiere gerade, falsch und hart aus dem Wortschatz streiten. Wie ist eigentlich Ihr Name, okay, wo wir gerade schon darüber sprechen? Mein Name. Mein Name ist Van Kraken. Berthold von Kraken. Kraken? Ja, wie die Krake. Kraken. So. Ah, nicht Kraken. Wie das Crack. Ah, okay. Ja. Mein Vorname ist Berthold. Berthold wie Berthold, nur ohne Hold, wie der Held, nur ohne D mit T. Ich glaube, es ist einfach schneller, wenn Sie es verstehen. Ich bin ganz schön ehrlich, spät wirklich. Auch schon, ne? Ja, ich muss auch wirklich. Aber zu meiner Frage. Ja. Der Kraken möchte wissen, wo man schnell viel Geld verdienen kann auf legale Weise. Logischerweise und legale Weise. Tierfutter. Ich habe keine Ahnung, wo Tierfutter. Das ist. Mais sammeln, Getreide sammeln, zum Tierfutterverarbeiter bringen und bei Paletti verkaufen. Okay, und jetzt? Bringt am meisten legales Geld. Und jetzt, wo kann ich noch besseres legales? Hier im DOJ. Als Clerk zum Beispiel. Also als Gerichtsdiener, falls Clerk Ihnen nichts sagt. Gut, dann sollte man vielleicht nicht gerade dem Chief Justice unterstellen, dass er nicht arbeitet. Uff. Oder vielleicht, naja, ich sag jetzt nichts über mein Pyjama. Ja, da hat er direkt Kopfschmerzen spontan gekriegt. Direkt erstmal Kaffee holen. Ja, upsi. Ich glaube, das war ihm jetzt ein bisschen unangenehm. Ja. Wäre ich auch schnell weggelaufen. Ah, dann würde ich gesagt, du arbeitest hier nicht. Ja. Sehr großartig. Er hat gefragt, was meine Position ist. Da habe ich gesagt, Chief Justice, ja, was ich da mache. Und da habe ich gesagt, dass ich der Leiter vom DOJ bin und da hat er gesagt, also sie arbeiten nicht. Ja, großartig. Und da habe ich gesagt, ich arbeite halt viel und hart.
Und dann kamst du wieder. Ah, vier und halb, dann musst du dich vorfragen. Ja, okay, ja, verstehe. Genau. Ah, verstehe. Und die Frau muss er fragen, um zu erfahren, wo er schnell viel legales Geld verdienen kann, weil ich es nicht weiß. Mhm. So. Und er hat das halt in seinen Zusammenhang gebracht, wie er das ganz gerne hätte. Und naja. Ja, wenn er sich hier am Ende bewirbt, dann kriegt er von mir einen Fußtritt und fliegt wieder raus. Ah, schön, schön. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt. Dafür, ja. Ich kann ja noch kurz hier stehen bleiben und dir sagen, dass du leider einen Termin hattest. Naja, habe ich ja wirklich. Wann? Hast du in drei Minuten. Ja, drei mittlerweile. Hallo. Mhm. Wenn sie es jetzt schaffen, bis hin. Von Aiden, glaube ich, ja, ne? Guten Abend. Hey, Frank. Hallo, Henriette. Ja, na, hast du es dir überlegt? Dings, schick mal Vertrag rüber. Ich lasse da meinen Juristen rüber gucken. Ja, alles klar. Ich sag Bescheid, dass du einen kriegst, ja? Ja, also, aber den kannst du rüber schicken, ne? Ja, naja, du musst dann erstmal vorstellig werden bei Juicy James, muss mal was vorsingen oder so. Was vorsingen? Hm. Bin ich eine Singmaus oder was? Ja, bist du nicht? Ja, vor Rappen, nicht. Entschuldigung. Bist ein Rapper, Entschuldigung. Also, ja, okay, dann send mal rüber. Mach ich. Lass da meine 10 Juristen drüber gucken. Ich gebe das weiter. Subi. Na gut, ne? Ciao, ciao. Alles gut. Ja, ich dachte mir nämlich schon, dass man bei Scratch einen Scheiß verdient. Hallo. Hey, Lu. Sag mal, wir hatten noch mal über Frank the Tank gesprochen, richtig? Ja. Er hat mich tatsächlich heute angerufen und hat nochmal gefragt, weil der, glaube ich, aktuell sehr unzufrieden mit Lion Records ist und der würde wechseln. Ja, dann sollte er sich gerne melden. Ja, ist die Frage. Und vielleicht nicht ganz so pisst klingen. Ja, der klingt tatsächlich, also das ist seine normale Stimme. Ich kenne ihn mittlerweile schon ein bisschen. Ah. Der redet immer so. Okay. Wenn er sich mega freut, ist wirklich, der klingt genauso, wenn er sich freut. Ja, soll ich ihm sagen, der soll dich anrufen oder du rufst ihn an? Ja, nö, der soll mich anrufen. Okay, dann gebe ich deine Nummer weiter. Jo. Supi, danke dir, ciao, ciao. Ciao. Nicht ganz so pissklingen. Steh schon. Ja, Verhandlung. 1, 2, 3, 2. War der Frank gesucht oder du? 2, 6, 9, 7, 8. 9, 7, 8. Darfst dich gerne bei Lu melden. Wie macht das mit dir? Da. Da sind sie ja. Hallöchen. Das ist nicht das Richtige. Aber. Ja, also am Ende Facility Manager, ne? Also. Doch. Ja, aber das wäre ja für einen Hausmeisterberuf. Du hast tatsächlich deinen Termin? Ja, das. Ja. Tut mir leid, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Ich muss los. Ja, ja, von Kraken. Alles gut. Kein Problem. Schön. Also, ansonsten schicken Sie Bewerbung raus, Rasenmähen. Heckenschneiden und so weiter. Suchen wir noch jemanden. Schlaffer Zug an? Ja, ich sehe auch aus. Nein, wieso? Das ist ja, das weiß ich. Mein normales Outfit. Oh. Oh. Gut, Dann lassen Sie mal auch gehen. Ja. Ja. Gut. Gehen wir hin? Ins Büro? Meins? Na klar. Gehen wir in mein Büro oder wohin jetzt? Also ich würde sagen, ja. Komplette Armada hier. Ja, klar. Und vielleicht haben wir noch einen Hausmeister hier. Deswegen ist das Büro ja so groß, ne? Ah ne, er sagte ja, er sieht nicht so aus, als wenn er Engelstein würde, ja. Er war schon eigentlich auf dem Weg weg und dann hat er noch umgedreht und sagte, Sie sagten, Sie suchen auch? Und da habe ich nur gedacht, nein, ich sagte das nicht. Das sagte Mrs. Fass. Das ist richtig, ich hab's gesagt. Und dann fragte er, was denn so Aufgaben wären, da habe ich gesagt, naja, Rasenmähen, Hecken schneiden. Sehr gut. Ja.
Okay, wenn man frech ist, kommt man nicht ins Seal Chamber, Leute, merkt euch das. Stehe ich hier wirklich im Pyjama in dem scheiß Büro mit der wirklich sehr wichtigen Besprechung von denen. Wirklich großartig, ich liebe alles hieran. So. Los geht's. So, ich weiß nicht, wann ich vor mir habe hier. Ja, wir sind die O'Neills. Ja. Ja, Hammond. Hält hoch Hände her. Ja, Herr Hammond. Und, wen noch? Carter. Carter. Fell. Und Winters. Herr Fell. Herr Winters. Ja, und er ist die 17 Murphy. Murphy. Ja. Ich brauch Platz. Herr Murphy. Ja, Herr Boone. Herr Fell. Hammond. Herr Carter. Herr Win. Ach, Herr Hammond. Entschuldigung. Und Herr Winters. Also. Ja. Was für Sie tun? Wir müssten das Gespräch leider ohne Ihre Assistentin führen. Das ist nicht möglich. Das muss möglich sein. Muss möglich sein in diesem Gespräch. Nicht möglich. Jetzt kommt der. Jetzt kommt der harte. Der harte. Es geht quasi nicht anders. Ja. Dann wird das Gespräch nicht stattfinden. Ich kann Meterschutz machen, Leute, wenn es darum geht. Mr. John, wir müssen hier wirklich äußerste Diskretion wahren. Es geht nicht anders. Mr. Carter? Hier hängen mehrere Menschenleben. Mr. Carter? Mr. Carter? Entweder das Gespräch findet in Anwesenheit von meiner Assistentin statt oder gar nicht. Wir können ja, gut, an 14 Augen keine Wahl. Ja. Wir können auch ein 14 Augen Gespräch. Neue Identitäten für zwei Personen. Okay, ich mach 14 Augen. Danke. Meterschutz. Ist ja nicht jeder bei dem anderen Streamer dabei, Corinna. Deswegen versuche ich, so viel Meterschutz wie möglich zu machen. Weißt du? Deswegen auch nicht verraten, bitte, wo man es gesehen hat, weil damit man es nicht nachgucken kann. Die versuchen immer noch mit dem heißen Brei rumzureden, während ich hier stehe.
Mrs.
Ich habe gerade eine Frage von Oak bekommen, ob ich weiß, ob noch jemand von Dynasty wach ist. Es klang relativ wichtig, der hat aber nur per SMS geschrieben. Ich konnte es jetzt nicht abschätzen. Da ich weiß, dass ihr mit dem Okoko so gut seid. Weiß nicht, willst du den mal anrufen oder so? Fragen, was ist? Oder hast du gar keinen Bock? Also ich könnte, ja, das könnte bloß dauern, weil ich erstmal von einem Dach sehr weit runter muss. Und das könnte dauern ein bisschen. Was machst du auf dem Dach? Rave Party und ach, Rave da ist sehr viele Treppen hoch. Ah, verstehe. Ich dachte gerade, ich falle schon runter. Ja, ich dachte gerade, ich falle schon runter, als ich hochgegangen bin. Nein, bitte nicht. Nee, habe ich auch nicht so Bock drauf. Gut. Ich bin letzten Samstag erst runtergefallen, muss ich ihn nochmal haben. Okay, ganz klar. Soll ich sonst ihm deine Nummer geben oder? Ja, kannst du machen. Okay, super. Danke dir, Natascha. Und fall bitte nicht runter. Nee, ich nicht. Ich gebe Mühe. Ciao. Rave Party irgendwo, wo sie Angst hat, dass sie großartig wird. Das kannst du dir nicht ausdenken. 229-028. Hab ihm angerufen. Natascha ist noch wach und würde kurz mit ihr sprechen. Wer hat noch angerufen? Leonora hat noch mal angerufen. Hey! Na? Ich weiß, ich nerve, falls es dich berührt. Nein, alles gut. Die Frage hat sich tatsächlich schon wieder erledigt. Okay, schade eigentlich. Ich war total verzweifelt, was ich anziehen soll und habe dann daraufhin angerufen, so ganz dreist. Der Pyjama. Ja, ich es war mir unsicher, ob Pyjamas, eher so was gemütliches, chilliges oder ob es eventuell auch Leute in Korsett und Ähnlichem gibt. Ja, Nora, es gibt Pyjamas. Das Ding heißt Pyjama-Party und es gibt Pyjama. Ich habe den Pyjama an, Mann. Richtig, richtig oldschool Pyjama, so leicht rosa, so leicht verwaschen. Oha, okay. Was hast du an? Einen Weihnachtspulli und eine Jogginghose wird es jetzt. Ja, ich habe eine Elfenmütze dabei. Ja, ich habe Weihnachtsrentiermützchen aufgesetzt. Großartig. Ja, wie gesagt, ich versuche immer noch, also wir müssen, als würde ich gerade hier brennt es. Ja, hier brennt es gerade ein bisschen. Oh Gott. Aber sobald das Feuer gelöscht ist, komme ich auf jeden Fall vorbei, immer noch. Wir wollten eigentlich seit anderthalb Stunden schon da sein. Ich versuche jemanden anzurufen. Ja, alles gut. Okay. Wir sehen uns. Hab dich lieb. Ich dich auch. Tschüss. Das ist neu. Brennt. Feuer. Eis. Was hatte ich? So, jetzt habe ich meine Freundin zum dritten Mal vertröstet. Großartig. Ja, gleich fertig. Alles gut. Ich mutiere langsam zu meinem Mann. Nur noch am Telefonieren. Und Termine kann ich auch nicht einhalten. Das ist ein guter erster Tag, wirklich. So, moin. Hast du Lieblingslieder auf Bounce? Sandro trägt Lila. Ja, das ist Scratch tatsächlich. Ah. Ja. Moment, da gibt's eins, das ist nur ein Soundtrack. Soundtrack? Ach, du meinst ohne Stimme? Ja, ja. Ah, wahrscheinlich von Quinsley, der macht das echt super. Ja, da gab's irgendeins, das ist echt gut. Ich würde fast wetten, 21. Das ist auch echt lange, klingt genau, wie so 80s Gaming-Mucke so in der Arcade oder so. Ja, ich glaube, das ist das, ja. Ah, finde ich auch gut. Kannst du das abspielen, oder? Nee, leider nicht. Ich habe nur so Bunny und ein bisschen was von Showdown, hier VIP und Pearls und sowas. Ja, mach einfach irgendwas an. Okay, warte kurz. Und natürlich meine Lieder, aber das will ich dir jetzt nicht antun. So. Ja, du willst den Start hier sehen, oder was? Naja, okay, komm. Ich nehme dich ein Stück mit, ich zeig dir was. Ja. Yo, Hendrik, kommst du auch vorbei? Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich mach mich direkt auf den Weg. Let's go. DJ Skirt.
Scarlettini. Herzlich willkommen in unserer Stadt, das Paradies. Hier gibt es alles, was du brauchst, hey komm genieß. Die warmen Tage in der Hooker Lounge am Meer. Oder buch dir einen Trip bei Yellow Touristics, yeah. Vom Norden bis in den Süden, oh Lady, hier ist wirklich viel los. Los, lauf doch in freier Wildbahn. Den Mount Chiliad hoch. Aha. Such nach Bären und Affen. Affen. Oder bleib zum Entspannen. Entspannen. Und plag dich danach der Hunger. Halt beim Crucial fix an. Danach fahr doch einfach mit Auto in den Norden hoch, mal zum Yellow Jack-in. Hey Harry. Erst ne Bulette, dann Harrys Bestes. Auf der Vorschlaghammer haut drin. Vom Highway to Harry. Geht's den Highway entlang über Pali to Bayerischen City. LS, vergesse niemals Blaine County. 1, 2, 3, 4, 5 Sterne Luxushotels. Geh zum Mount Chiliad, Alamosee. Oder genieß mit den reichen Weinwurz etwas Cocaine. Egal wo, San Andreas ist heute ready. Von Lonnys Bar bis runter zu Paletti. Yo, Stadtpark, hebt mal eure Hände hoch. Denn alle spüren, Los Santos ist richtig dope. Das auf der Fastlane, heute einfach Chilmodon. Kalte Drinks, heiße Girls, alle können kommen. Party live, bei uns im Buccaneer. Raus aus der South Rock, von Hills und dann zum Pier. Egal ob neu, schon lange hier oder zurückgekommen. Glaub mir, Bro. Wieder Ganja. Gang, Gang, Happy Flow, Shit bewegt dein Arsch. Der Rhythmus geht ins Mark, oh fuck, dreht am Rad. Gang, Gang, Happy Flow, Shit bewegt dein Arsch. Der Rhythmus geht ins Mark, oh fuck, dreht am Rad. Dann mir bald ne Yacht, mein inneres Feuer wurde entfacht. Auf der Party schreien die Hoes, Bro, Happy ist am Start. Sie gehen hoch wie Raketen an Silvester. Happy Motherfucker, bin ein dreibeiniges Orchester. Öffnet die Fenster, vermutlich waren's Gespenster. Deine Schwester winkt mir ja, nachdem ich sie gebankt hab. Sie will ein Date, viele Rosen, sucht den Sugar Daddy. Doch nicht mit mir, no Gold Digger, bitch, I'm happy. Gang, Gang, Happy Flow, Shit bewegt dein Arsch. Der Rhythmus geht ins Mark, oh fuck, dreht am Rad. Gang, Gang, Happy Flow, Shit bewegt dein Arsch. Der Rhythmus geht ins Mark, oh fuck, dreht am Rad. Rancho Wichser, ihr habt kassiert, die eins sind wir, Motherfucker, habt ihr's kapiert? Lauft zur Mama, keiner streichelt euch hier. Ich weiß auch, ihr pumpt mein Sound, wir haben euch alle rasiert. Gang, Gang, Happy Flow, Shit bewegt dein Arsch. Der Rhythmus geht ins Mark, oh fuck, dreht am Rad. Gang, Gang, Happy Flow, Shit bewegt dein Arsch. Der Rhythmus geht ins Mark, oh fuck, dreht am Rad. Die
Dieser Track macht dem Hut gute Laune. Der Bass scheppert aus der Box und haut euch allen auf die Schnauze. Ah, oh. Der Beat ist krank und läuft in allen Clubs der Stadt. Check die Ladies flippen aus, ja, sie feiern mich hart. Um's anders auszudrücken und trotzdem anzuknüpfen. Wollt ihr auf mein Level, müsst ihr aus der Eierschale schlüpfen. Das ist noch nicht das Ende, ich schleif euch durchs Gelände. Merkt euch meinen Namen, Motherfucker Happy, die Legende. Egal ob Cop, Gangster oder Ziff, zeig Respekt in jedem Bit. Trifft in deinem Block, bist du ne Bitch. Selbst die Penner spucken auf dich. Drive by Shook aus der Whip, Männer ducken sich nicht. Ahu, Gang, Gang, Happy Flow, Shit bewegt dein Arsch. Der Rhythmus geht ins Mark, oh fuck, dreht am Rad. Gang, Gang, Happy Flow, Shit bewegt dein Arsch. Der Rhythmus geht ins Mark, oh fuck, dreht am Rad. Ah, großartig. Wenn wir nicht zur Party kommen, kommt die Party halt zu uns. So. So, Andy Digital Art. Hallo übrigens. Hallöchen. Salty Nils, ja. Ja, was heißt Dienstverhältnis ist komisch. Es ist ja auch so, dass hier am... Ich war so im Flow. Ja, macht ja nichts. Wollen wir? Na klar. Wir versuchen es nochmal, ja? Vielleicht mache ich mein Handy einfach auf Flugmodus. Ja, dann rufen die halt mich an. Ich könnte es auch im Flugmodus machen, aber dann abschließen. Sorti Nils, also am Snow White Tuesday war es tatsächlich so, dass wir die ja auch hier oben gefunden haben. Alle in weiß gekleidet. Und am Abdancen zu White Boys. Wild Boys, never losing. Großartig, war wirklich gut. Da waren sie alle am Abdancen, in dem Büro da oben. Großartig. So viel dazu.
Jetzt steht dein Auto natürlich beim Barbama, das wollte ich gerade sagen. Ja, rufst du ein Taxi? Ich hab noch einen Roller vor der Tür stehen. Ich weiß jetzt nicht, was es gegen Roller auszusetzen gibt, ja? Der begleitet mich seit Tag 1. Das ist ein treuer Begleiter. Ja. Gut, dann fahren wir mit dem Roller. Mir auch immer mal gewünscht, mit dir oder beziehungsweise meiner Assistentin auf dem Roller. Großartig. Im Pyjama zu fahren. Du kannst dir nichts Schöneres vorstellen, ich sag's dir, wirklich, das ist der beste Arbeitstag überhaupt. Was ist denn jetzt diese Information, die du jetzt gerade bekommen hast, so finanziell wert auf dem Markt? Was denkst du denn? Boah. Also wenn ich noch dazu liefern kann, was ich nicht tue, was die beiden aussagen. Eine Million? Nein, Quatsch. Naja. Aber ganz ehrlich, so 500.000 bestimmt. Naja. Ach ja, du hast ja keinen Helm, ne? Ist ja nicht. Brauch keinen Helm. Ich fahre vernünftig, richtig. Genau. Dann sind wir uns da ja einig. Mensch, da sind wir ja fast pünktlich. Großartig. Ja. 2 Stunden später. Zum Abschließen oder was? Ja klar, nee, bis 2 immer. Freitags. Gott sei Dank immer bis 2. Ein bisschen haben wir noch. Gut. Weiß doch gar nicht, wer heute DJ ist. Oh, das ist aber auch wieder Pyjama hier vorne. Großartig. Hey, Markus. Hey, Steven. Hi. Na? Guten Abend. Hallöchen. Wir wollten gerade los. Na? Also ich würde jetzt... Muss ich mich versuchen lassen, oder? Na gut. Nee. Hallöchen. Also so die Theorie, ja. Das ist unser Job zumindest hier. Nix spürst du in die Taschen. Ja, irgendwas dabei, woran man sich verletzt. Aber Klamotte, du passt schon mal nichts rein. Hey. Passt einfach mal unten die Knöchel ab, das sollte reichen. Also ich habe hier vorne eine Brusttasche. Geht doch sicher, ja. Welche Waffe in der Pyjama. Ja, dann. Hallo. Alles gut. Dann viel gesagt. Spaß, einen angenehmen Abend euch. Danke, ciao, ciao. Ja, danke, tschüss. Hallo zusammen. Ah, Finn, hi. Hallo, Herr Bluebell. Schicke Mütze. Ah ja, meine Mütze muss ich noch aufsetzen. Na? Ja, danke, danke. Grüße, Grüße. Hallo. Grüße. Ja, hallo. Geht der so schnell hin? Der hat wahrscheinlich einen Einsatz, ja, unser Hausarzt hier. Weiß. Jetzt bin ich komplett. Oh, du hast dir die Klingelmütze besorgt. Richtig. Hör zu. Perfekt. Ja. Sie sind ja auch perfekt gekleidet als Gastgeber, ne, Herr Bluebell? Ja, natürlich. Also als Gastgeber muss man das Motto schon irgendwie auch etablieren. Ja. Jetzt auch so eine. Finn. Ich habe eine, danke, danke. Aber ich dachte, ich habe so eine Männermütze dabei. Oh, Achtung, Achtung. Heute dachte ich, ich mach's mal mit der Schlafmütze hier. Großartig. Auch der Morgenmantel 1A wirklich. Na, danke, danke. Schön, dass ihr da seid. Komplette Outfit, ne? Ja, wir wollten früher da sein, aber ich wurde quasi vor der Tür wieder eingesammelt. Naja. Ah, okay. Ja, war meine Schuld. Quasi. Oh. Nee, das geht eigentlich nicht. Ich bin auch nur Überbringer von schlechten Nachrichten, Finn. Oh. Erzähl, was los? Nö. Halt gesagt, hier ist jetzt nicht mit Freizeit, ne? Wir haben Termine. Ach so. Ja, okay. Ja, Überbringer von schlechten Nachrichten. Okay. Hm. Ja, gut, das ist natürlich schwierig. Aber jetzt wollen wir das ein oder andere Getränk zu uns nehmen. Jetzt gibt's Party. Wer ist eigentlich DJ? Scarlettini ist heute da. Ja, perfekt. Großartig. Wunderbar. Gute Frau. Und wir haben heute 2 neue Leute hinter der Bar stehen. Na, ich hab mich schon gewundert, was du hier stehst, Finn. Mensch. Ich hab heute... Halt dich fest. Ja. Ich hab heute nicht 2, nicht 3, sondern insgesamt 4 Leute. Nein, wirklich? Hast du die alle her? Ja, zur rechten Zeit am rechten Ort.
Gut, es sind gerade nur noch zwei da, aber das ist okay. Ja. Großartig, dann geht es hier schon wieder. Wirklich. Harriet fast. Ja, fragen Sie. Sie sind sehr leise, aber fragen Sie. Ich habe gehört, Sie sind Privatdetektive. Ehrlicherweise nicht mehr. Ich hätte da einen Fall für Sie. Es geht ja um ein Leben von zwei Personen. Also ich muss tatsächlich direkt sagen, ich bin leider keine Privatdetektivin mehr. Das habe ich leider aufgegeben müssen. Da bin ich leider raus. Dann müssen diese zwei Leute leider sterben. Na, warten Sie. Die arbeiten in ihrem Umfeld tatsächlich. Die arbeiten im... Ich werde bestimmt nicht Ihren Namen bekommen, oder? Wenn Sie schon mit der Stimme verstellen. Meinen Namen werden Sie nicht bekommen, nein. Ja, dachte ich mir. Aber... Schöner Schlafanzug. Danke, gleichfalls. Umfeld, nein. Von den Menschen. Aha. Ja, sagen Sie mal. Wo sind denn meine Leute? Verkaufen Sachen. Teure Sachen. Immobilien. Und tatsächlich, werden zwei davon in den nächsten Wochen ihr Leben lassen. Weil einer von denen ein dicker, fetter Verräter ist. Wovon, das letzte habe ich nicht verstanden, was? Wo einer von denen ein Verräter ist. Aber deswegen müssen zwei sterben, weil einer ein Verräter ist? Ja, natürlich. Und ich soll als Privatdetektiv jetzt was machen? Den Verräter finden, oder was? Das ist so korrekt. Aber vielleicht können sie das Leben dieser Person dann doch noch retten. Zumindest beide von denen. Ich habe das Gefühl, dass man das nicht am Telefon machen sollte, oder? Wünsche Ihnen viel Spaß, Frau Forst. Ja, bei wem soll ich mich denn... Bei wem soll ich mich denn melden? Ja, großartig, die Kasse. Alles wirklich... Ich krieg das Kotzen! Warum? Warum krieg ich immer solche Anrufe? Na, es sind dummer Namen, oder? Ich krieg wirklich das komplette Kotzen. Ich krieg wirklich das komplette Kotzen. Es sollen zwei sterben, weil einer davon ein Verräter ist. Die wissen aber nicht, welcher von beiden. Und ich krieg nicht mal die beiden Namen gesagt. Wirklich, das war der schlechteste Anruf überhaupt. Das war der beschissenste Anruf wirklich überhaupt. Wenn ich wenigstens zwei Namen hätte. Was denn verraten? Wen verraten? Wohin verraten? Wo soll ich anfangen? Können alle sein? Bruckner, Drago, Natascha. Es ist doch ein Nami. Ganz ehrlich, egal wer es war. Es sollte möglichst keiner von beiden sterben. Ach, verdammte Scheiße. Es war Drago. Drago vertraut mir eh nicht. Frische Luft gibt's hier genügend. Ah. Ja, und jetzt ruft Drago an. Ein bisschen vor, Drago selbst, so der mich angerufen hat. Ja, Drago, Luft. Das funktioniert ja nicht. Hey, Drago. Hola. Du hast mich heute ungefähr zwei oder drei Mal angerufen. Ja, das eine Mal war, weil Oak noch fragte, ob jemand von euch noch da ist. Und da dachte ich an dich. Okay. Ja. Das hat aber Natascha jetzt übernommen. Okay. Und die anderen Male war einfach nur Rückruf. Was? Hast du heute mal ein bisschen Zeit oder gehst du direkt wieder pennen? Nö, ich hab Zeit, wenn du möchtest, komm ich vorbei. Ja, Bahama Mama ist mein Freund, im Pyjama. Ja, Pyjama Night im Bahama. Na klar, Drago. Na klar. Pyjama. Ich hab gar kein Pyjama. Ja, kannst auch so kommen. Ist noch da? Noch irgendjemand Cooles? Weiß nicht. Was soll ich denn Max und Markus? Ja, Markus ist auch cool, ja. Ja, dann Markus ist da, Leonora ist da. Ist halbe DOJ, ist glaube ich noch da. Halbe DOJ? Das DOJ? Ja, ich glaube schon, die machen in letzter Zeit ziemlich viel Party, du. Okay. Ja. Aber mehr kenne ich glaube ich auch nicht. Achso. Was Wichtiges. Ja, wo warst du die letzten Tage? Ich habe die vermisst. Ich bin immer um 21 Uhr ins Bett gegangen. Mittwoch war ich gar nicht da. Und Donnerstag war ich nicht da. Warum warst du Mittwoch und Donnerstag nicht da? War verreist. Achso. Ja. Hast du denn schon Urlaub? Ja. Ja, freut mich. Sehr schön. Okay, wo warst du? Du bist auch immer nur so eine Stunde da oder so. Warum eine Stunde? Ne, ich war sonst immer nur eine Stunde da oder so. Wenn ich dann zurückrufe, wenn ich sage, ich muss gerade arbeiten, ruf dann zurück, bist du schon wieder im Bett. Ja, aber da habe ich dir doch gestern geschrieben, dass ich...
dass ich früher ins Bett, dass ich schlafen muss. Ja, das stimmt schon. Ja, also aber warum rufst du mich dann nochmal an? Ist ja nicht das erste Mal. Wollt's nochmal versuchen. Ich schreibe manchmal auch erst im Essen, geh jetzt ins Bett, dann bin ich noch eine Stunde wach, weil ich noch irgendwas machen muss. Ja, nee, aber wenn ich schon schreibe, dass ich ins Bett gehe, gehe ich schon ins Bett, ne? Mhm. Versteh schon. Ah, dann kommst du jetzt eh vorbei. Ja, ich komme eine Stunde vorbei. Alles klar. Mal gucken. Bis gleich. Bis gleich, Drago. Ciao, ciao. Drago verarschen kann ich mich selber. Bin ganz ehrlich. Sonst nie da. Ich krieg von einer unbekannten Nummer Infos über deines, die hat und mir einen Scheiß erzählt. Und danach ruft Drago. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ach, jetzt kannst du nicht verloren gehen. Man hört dich bis hier. Ja! Ich habe so ein kleines Kuhglöckchen. Großartig, oder? Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und. Aber es ist doch schön, dass du nicht mehr ständig in einer Bar herumhängen musst, Mann. Ist ja super. Ja! Jetzt fühlt sich so gut an. Sehr schön. Ich bin wieder frei. Ich bin frei wie ein Vogel. Ach Gott, du aber. Ja. Sonst geht's mir gut. Pass auf, dass du jetzt knallt. Ich freue mich, wenn mein Mann wieder da ist, aber sonst, ja. Ja, der ist auf Reise, oder? Ja. Ja, ja. Irgendwo Europa oder so. Weiß nicht mehr. Okay. Nee, ich hab einen neuen Mitarbeiter, den hätte ich dir wahnsinnig gern vorgestellt heute. Der ist nicht da. Das kürzeste Praktikum aller Zeiten. Der war da. Der wollte auch nochmal wiederkommen. Der hatte auch schon gesagt, jetzt so spontan weiß er nicht, ob er es heute so lang schafft. Ja. Ist ja okay. Ey, Nando, wenn du gerade. Aber der ist. Ich hoffe, der bleibt hier lange. Machst aber mir einen Drink hier klar. Der ist echt gut. Ist ja witzig, ja? Ja, der macht hier den Alleinunterhalter und motiviert die Leute. Großartig, und perfekt. Den kann man richtig gebrauchen. Das ist perfekt. Wirklich, das ist perfekt. Ich habe keinen Bock, hier mein Bargeld abzugeben. Aber. Ja, kann ich dir was anbieten? Ach, ich gehe gleich zu deinem Barkeeper, du. Sehr schön. Ja, ja, ne? Wenn du schon einen hast, dann müssen wir den auch nutzen. Er will auch Trinkgeld haben und so, dass er wiederkommt, wa? Richtig, richtig, ja, richtig, wa? Ja. Apropos, ich muss kurz Bargeld abnehmen. Ich gehe, was zu trinken holen. Guten Tag, schönes Outfit. Bitte. Drago, Drago, Drago. Das war jetzt ein bisschen auffällig, finde ich. 3000, das verdienen wir nicht mal in 2 Stunden, Alter. Das ist richtig viel Geld jetzt. Kann man den Barkeeper in den Popo schieben. Der ja wiederkommt. Alles für dich, Finn. Alles für dich. Was für ein Geschäft das? Hallöchen. Grüß dich. Mann, ich hab gerade Essen im Mund. Macht nix. Muss auch mal sein. Wunderschönes Outfit übrigens. Dankeschön. Und gute Wahl, hier den Barkeeper zu machen. Wirklich. Bester Laden. Ja, danke mir auch, genau. Großartig. Ich bin mit den letzten Wochen gut unterstützt. Da habe ich gedacht, dann muss ich auch mal zurück unterstützen. Großartig, wirklich gut. Ich nehme gerne 2 alkoholfreie Cocktails. 2 alkoholfreie Cocktails, mach ich. Jo, dankeschön. Wirklich, Drago ist nie erreichbar. Ich kriege einen Anruf von einer unbekannten Nummer, wo es irgendwie um Dynasty geht und 2 Sekunden später ruft Drago auch nochmal an. Das kannst du dir... Nee, das ist... Nee. Ja, schön. Nee. Jetzt wirkt das Liebowitz richtig. Hast du bestellt? Ich habe 2 alkoholfreie Cocktails bestellt, ja. Wieso das? Wie alkoholfrei? Weil ich tatsächlich aktuell keinen Alkohol trinke. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Wie, du trinkst aktuell keinen Alkohol? Oh, ich muss kurz das Telefon. Hi, Drago. Ey, Brüderchen. Hey, ich bin erst extra wegen dir aufgestanden, weil wir es gestern verpasst haben. Was kann ich für dich tun? Hallöchen. Weil ich dich vorhin angesprochen habe, oder was? Generell. Weiß ja nicht, was du wolltest. Nee, genau. Also zum einen, wie geht's dir? Alles gut? Ganz gut. Also du hast es, glaube ich, über CNT gesehen. Es geht in die richtige Richtung. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich schon mal. Das zweite war, was war denn gleich noch? Ich glaube, es war irgendwas mit dem MD, aber das hat sich, glaube ich, erledigt. Und das dritte ist einfach so eine pauschale Frage. Ich bin ja mittlerweile, habe ich einen neuen Job. Im DOJ. Ja, du bist beim Department of Justice, genau. Von John Dever, genau. Die Rechte hat mit $900 Gehalt, richtig? Ja, sehr schön, dass du das alles sehen kannst, wunderbar. Und zwar ist da die Frage, da ich ja quasi seinen Terminkalender verwalte, ne? Gibt es irgendwie die Möglichkeit, auf das private Tablet irgendwie so eine App zu packen oder so, dass man dann, also zu nur den Kalender... Nein, okay. Dachte ich mir. Nein, ist unmöglich. Dachte ich mir. Müssen ja nicht die Akten sein, nur der Kalender, aber dachte ich mir. Richtig.
Vielleicht kannst du vielleicht einen externen Kalender benutzen. Das wäre halt Variante. Genau. Ob das jetzt so viel was bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Und eine Zigarre. Und sonst vielleicht die, keine Ahnung, die Target-Dinger halt rausschreiben, ne? Das wäre auch eine Variante. Genau. Das ist die andere Sache. Ich sollte von Denver aus fragen, quasi. Alles gut. Nee, gibt's keine technische Möglichkeit. Gut, mehr wollte ich gar nicht. Machst du dir denn Spaß? Ja, bis jetzt wirklich? Also, erstaunlicher Tag bisher. Wirklich. Oh, warte mal. Wir wollten vor 2 Stunden im Bahama Mamas sein. Wir sind jetzt angekommen. Warum? Termine. Für Termine im Bahama Mamas? Nee, hier war Freizeit angedacht. Aber hat sich um 2 Stunden verzögert, die Freizeit quasi. Okay. Also ihr arbeitet jetzt auch noch in der Freizeit, Arbeit, nicht Arbeit? Was? Quasi. Das klingt so wie Arbeit, aber ihr getan als Freizeitarbeit. Quasi, ja. Kennst du wahrscheinlich. Harry, du weißt ganz genau, wie ich bin. Ich bin kein Mensch, der gerne auf Party dieses Spiel gesehen und gesehen werden spielt. Es war nie mein Stil und wird es auch nie sein. Achso, ich bin nur zum Tanzen. Ah ja, du weißt, was ich meine. Ich gehe jetzt auch mit meinem Wohlstand jetzt nicht hausieren oder sage, ich bin aber vom Gewerbe. Weißt du? Du sprichst auf Tanaka an, ich merke das schon. Ja, richtig. Also, ich habe auch kein Problem damit, Tanaka durch den ganzen Lande. Aber so, dass wir haben jetzt 2 neue Mitarbeiter, die echt klasse sind. Mhm. Und Tanaka hat halt Scheiße erzählt gegenüber den Kunden. Also von wegen Unwissenheit, also falsche Information. Ja. Ich habe eiskalt vom hinteren Büro rübergeholt. Tanaka, du erzählst Scheiße, das so und so. Großartig, sehr gut. Eiskalt, alles gut, ist mir so egal. Sehr schön. Ja, das kommt aber sehr gut an, tatsächlich, bei den Leuten. Das gefällt mir. Ja, wunderbar. Also, hast du den CNT-Post schon gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Den gucke ich mir aber gleich an. Der ist super. Der ist ganz, ganz toll. Also, das Ende ist so, ich weiß ja nicht so genau, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Hervorragend. Sehr gut. Alles klar. Dann dir einen schönen Abend. Wir sehen uns, Eric. Ciao, ciao. Habe ich gelesen. Jo, bis dann. Ciao. Habe ich gehört. Entschuldigung. Leonora! Hi! Ich. Jetzt werde ich gekekst. Jetzt weiß ich, warum der meinte nicht so viel. Hi. Das ist ein alter Keks. Das ist keine Problem. Ach, schlecht mit dem Schnitzel. Immer gut, der Kekse schon im Verschimmel. Oh. Meine Gockel sind bestimmt fertig mittlerweile. Die sind fertig, aber wieso trinkst du keinen Alkohol? Nee, wirklich, ich habe gestern ein bisschen was getrunken, das war wirklich reicht. Ich habe dir jetzt extra was mitbestellt. Ja, okay. Nicht viel, ne? Alles Tutti und Poti. Ja, alles tut. Aber du kannst ja meine Grenze kennen. Hier, Cocktails ohne Alkohol kannst du ja auch noch. Was kriegst du? Wie heißt du überhaupt? Ted Chamberlain. Ted Chamberlain? Genau. Alles klar, Ted, was kriegst du? Du bist die OJ-Mitarbeiterin, ne? Nee. Oh ja, endlich. Sag den normalen Preis, komm. Dann krieg ich 140. Alles klar, mach mal eine Rechnung auf 500. Ich geb mir den gleich mal. Sollst ja wiederkommen, ne? Das kriegen wir hin. Ansonsten, wie geht's meinem liebsten Drago? Ja, super, ne? Ich kann mich nicht beklagen, ne? Man lebt. So, was war denn das jetzt hier, was ich noch da hatte? Super. Ja, lebt man zwar. Bitte schön. Richtig, richtig, ne? Man lebt. Ja, gut, Champagnerchen kann ich auf jeden Fall wieder trinken. Das ist kein Problem. Ja, aber das wird ja noch irgendwas anderes. Man wird halt älter, ne? Danke. Hattest du Geburtstag oder so? Ich hatte dieses Jahr 30. Muss das mal die Gläser sortieren. Ist doch okay. Wenn sie noch ein Freigetränk haben wollen. Mal darfst du illegal Ü30 sind noch mehr Runden offen. Was ist das denn? Aber die Reifenfrau. Was denn? Naja, das ist eine ganze Flasche. Prost. Ja, das beruhigt mich nicht. Nee. Fuck. Nee, du trinkst dann Champagner. Nee, nee, ich wollte jetzt. Wir hatten jetzt so, scheiße. Ja, wir trinken erstmal Champagner. Ja, gut. Prost. Auf den ersten kompletten Tag. Ich hab die 2 ja auch noch. Aber. Mit dem Silvio zu holen, ein bisschen warten, ne? War der. Ich hab ein Paschi, ich bin 2-2. Nee, nach dem Champagner sollten wir ein bisschen warten damit. Cheater. Ja, auch mit dem Slivovitz. Slivovitz nicht mischen. Ja. Der war dann ordentlich daneben. Okay, Slivovitz nur komplett alleine, ja? Besser ist es. Dann müssen wir jetzt erstmal den Champagner rausschwitzen, ne? Ja, aber auch die Hassfläche, wa? Danke dir. Warum? Gerne. Ja, dann, kauf die ins Auto mit. Ach, ja. Gehen wir auf Tanzfläche oder was? Ja, ich guck mal, ob ich hier die Leute auch noch zum Tanzen motiviert kriege. Wie sieht's aus? Kuchen. Ihr Hübschen. Was denn? Mit was? Mit ganz viel Sahne. Tanzen? Ja, gleich. Ich bring dir gleich meine Frau wieder. Dann kannst du ihn führen. Und du kommst nicht wieder? Ich komm wieder, aber ja. Ich arbeite hier, mein Bester. Du arbeitest hier. Ja, guck mal hier auf die Brust.
ob das euer Pyjama ist. Ich habe gar kein Pyjama. Ich, ja, ich auch nicht. Mein Bester, ich würde hier sonst nackt rumlaufen. Sie, ja. Weil wir ein Bett haben, was geteilt wird. Und das stört ja. Kleider nur. Ich habe nie gesagt, dass ich diesen Pyjama jemals anziehe. Aber ich habe einen. Okay, wofür? Point. Boxershots, gib ihm. Übernachtungspartys, Pyjama-Partys nennt man ich das auch. Ich habe tatsächlich nicht so viele Pyjamas tatsächlich. Irgendwie. Ich habe einen. Reicht doch. Harry, auf der Pyjama-Party, wie war ich unterwegs? Wie du da mal gemacht hast mit Carsten. Warst du nicht auf Fotos drauf? Ja, ich habe mich schön versteckt. So. Tanzen? Ich bring dir gleich meine Frau wieder. Großartig. Bis gleich. Jo, bis gleich. Bis gleich.